Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Thementalk-Video. Diesmal mit dem Leon. Moin moin. Und normalerweise mache ich das mit Tommy, aber ich bin heute nach dem Training noch zu einem Freund gegangen und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, einfach mal über ein Thema zu reden. Und ja, im Hintergrund solltet ihr ein Black Ops 2 Gameplay auf Nuketown sehen. Und ich habe erstens auf Xbox gespielt und zweitens bin ich ultra schlecht, was Aimen und so angeht in Shootern. Deswegen regt euch nicht über das Gameplay auf. Das war schon für meine Verhältnisse ganz gut. Ich bin der XX Pro Sniper HD XX. Und unser heutiges Thema ist? Und zwar die Selfies, Duck Face Out und Surprise Face In. Wie ihr es schon beim Thumbnail gesehen habt, der Patrick, also das ist glaube ich ein relativ bekanntes Bild, der Patrick, der sitzt da so ganz surprised. Und zwar, so soll auch dieses Selfie aussehen, und zwar dieses Surprise Face. Also jetzt nicht hinsetzen und einfach die Fresse aufreißen, sondern einfach nur überrascht gucken. Deswegen auch überraschtes Gesicht und das Entengesicht, also das Duckface. Das hat sich eigentlich relativ gut durchgesetzt, also von 2012 bis jetzt eigentlich. Ja, aber nach ungefähr 4 Jahren hat das keine Sau mehr gemacht, aber es kann auch einfach nur sein, dass dieses Surprise Face übelst failed. Zum Beispiel nach Harlem Shake kam irgendwie Wailing, dieser Trend. Der hat sich übelst schlecht durchgesetzt, weil es einfach keine Sau gemacht hat. Von dem habe ich nicht mal was gehört. Ja, von dem hat Ruben noch nicht mal was gehört. Und ja, Leute, dieses Surprise Face, das ist schon eine geile Idee. Es ist mal was anderes. Aber ob es sich jetzt durchsetzen wird, das weiß man noch nicht. Weil das hat TUF bei deren Facebook-Seite, die haben das gepostet. Ich habe TUF mal geliked, weil ich das ab und zu gucke, wenn ich gerade nichts zu tun habe. Und TUF, das ist ja auch irgendwie mit Trends und was weiß ich. Und jetzt denken bestimmt viele, oh mein Gott, die gucken noch Fernsehen. Ja, ich gucke gerne Fernsehen, aber eigentlich nur Comedy Central, wenn ich wirklich gar nichts zu tun habe. Und wenn ich auf YouTube gerade keinen Bock habe, wenn ich von YouTube quasi eine Überdosis bekommen habe, dann gucke ich einfach TV, chill mich in mein Bett und gucke Family Guy oder was weiß ich. Aber jetzt geht es hier nicht um Family Guy und um Comedy Central, sondern halt, ob es sich wirklich durchsetzen wird, dieses Surprise Face und die Selfie-Gesichte. Jetzt fange ich schon wieder mit Gesichter an. Vor der Aufnahme habe ich, wollte ich Selfie-Geschichte sagen, aber ich habe Selfie-Gesichte gesagt. Das war toll. Das war sehr toll. Irgendwann hat er nur noch rumgeschrien. Ja. Ich habe mich so aufgeregt, weil ich die ganze Zeit Selfie-Gesichte gesagt habe. Und die Selfie-Geschichte, das ist ja eigentlich auch schon was Großes, weil jeden Tag werden mehr als Millionen Bilder auf Instagram oder auf Facebook hochgeladen und viele haben am Anfang dieses scheiß Duckface gemacht, was ich so verabscheut habe. Ich fand das Duckface richtig scheiße und ich finde das jetzt eigentlich auch gut, dass es jetzt angeblich out ist. Und ich finde das Surprise Face zwar jetzt nicht sehr geil, aber viel besser als das Duckface auf jeden Fall. Zu dem Thema halte ich, also ich denke zu dem Thema besonders, also nicht besonders viel da. Ich persönlich, ich war nie so ein Mensch, der sehr viel in sozialen Netzwerken und ähnlichem rumgehangen hat. Ich habe jetzt erst seit 1 oder 2 Wochen Twitter und dort mache ich kaum was. Habe ich mir auch nur geholt, damit ich beispielsweise einen Stream oder irgendwas ankündigen kann, weil ich ja jetzt YouTube mache und deswegen habe ich von diesem Trend nicht mal so richtig was mitbekommen. Und Duckface, das hat sich, soweit ich weiß, hat sich das auch 2012. Groß durch, ja, 2012 durch YouTuber auch entwickelt, oder? Ja, also YTT hat irgendwie 2012 irgendein Lied parodiert, wo es um Duckfaces ging und vielleicht kennt ihr das Video, das Gameplay ist jetzt zu Ende, aber ich glaube, wir klatschen einfach nur noch ein Bild ins Hintergrund und ins Hintergrund, ich Deutsch sprechen, deutsche Sprache, schwere Sprache, in den Hintergrund und dann können wir einfach ganz schnell mal weitermachen oder abschließen, was auch immer, falls der Ruben noch was zu sagen hat. Ich habe jetzt nicht mehr groß was zu sagen, also mein Fazit ist, Surprise Face ist besser als Duckface, aber es ist einfach nur unnötig. Ja,
Noch eine Sache, und zwar generell, was haltet ihr denn von diesen Faces? Also egal ob Duckface, Surprise Face, Derp Face oder was alles noch kommen wird oder es noch gibt. Und denkt ihr, dass sich das durchsetzen wird? Ihr könnt auch gerne schreiben, ob ihr so ein Mensch seid, der sowas macht. Würde mich interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Thementalk-Folge. Nächste wird dann sehr wahrscheinlich wieder mit Tommy sein. Themenvorschläge gerne in die Kommentare, auch wenn ihr mal was mit Leon sehen wollt oder so. Ja, also ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein, beziehungsweise der Ruhm ist eigentlich bei mir. Ich habe mich sehr gefreut, hier bei diesem Format mitzumachen. Und dieses Video wird auch auf meinem Kanal erscheinen, mit dem gleichen Thumbnail, mit dem gleichen Inhalt, was weiß ich. Aber am Ende der Endcard wird auf jeden Fall der Rubencraft verlinkt sein, und zwar oben rechts. Und wie immer könnt ihr dann abonnieren bei mir, auf den Subscribe-Button klicken und auf das GTA-Video klicken für das letzte Video. Da geht es um ein Wager, was ich mit einem Clan-Mitglied gemacht habe. Und ich gebe das letzte Wort an Ruben. Was? Was ist daran Schleichwerbung? Nein, ja, guckt auf jeden Fall bei Leon vorbei. Er macht coole Videos, finde ich. Und ja, tschüss mit euch. Tschüss mit euch.